Stühlingen an der Schweizer Grenze. Für mich beginnt jetzt ein Abenteuer. Zusammen mit anderen Gästen will ich eine Woche im Kloster leben und das hektische Stadtleben in München hinter mir lassen. Bruder Laurentius wartet bereits auf mich. Ja, und das dürfte Tina. Genau, hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Sie haben ja geschrieben, Sie wollen jetzt am Beginn Ihr Handy abgeben. Ne? Ja, dann genau. Nehme ich das gleich in Empfang, da es gar keine Versuchung mehr gibt. Okay, ich habe es auch schon ausgeschaltet. Also, zu treuen Händen. Ich werde es gut aufbewahren. Ja, hoffentlich. Bis zur Abreise. Gut. Dann wünsche mir einfach auch, dass der Friede innerlich einkehrt. Obwohl ich es so wollte, fühle ich mich jetzt ohne Handy ganz schön komisch. Cool. Willst du selber reingucken, wie sieht's? Ja, okay, ich bin gespannt. Schau. Kein Schlüssel oder nichts? Der Schlüssel hängt hier oben. Ah. Da ist auch ein Hausschlüssel dran. Ah, cool. Für das hintere Treppenhaus, wo wir gerade vorbei sind, und das Tor bei der Rettungswache. Cool. Ja, alles da. Und ich schaue direkt auf den Garten, das ist ja schon mal gut. Das ist eines der ruhigsten Zimmer. Ist gut für mich. Bin ja genau deswegen hier. Normalerweise habe ich ein hektisches und durchorganisiertes Leben. Ruhe und Stille machen mir Angst. Werde ich das aushalten, früh aufstehen und mehrmals am Tag beten? Nach meiner Ankunft im Kloster schon die erste Auszeit. Was mache ich jetzt bloß ohne Handy, ohne Internet? Hier sind Titel wie Wege zum Glauben oder Leben mit Gott. Ich bin mir sicher, dass es da oben etwas gibt, ein Universum, Energien, die unser Leben lenken. Aber die Bilder und die Sprache der Kirche sind mir fremd. Der erste Morgen. Kommt rein. Um 6.30 Uhr weckt mich mein Kamerateam. Wie fühlst du dich nach der ersten Nacht? Erschlagen, ehrlich gesagt. Also ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Am Anfang war es so ein bisschen Einschlafen, war irgendwie komisch. Vielleicht nochmal zu. Einschlafen war irgendwie komisch, weil es mir so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen. Aber dann habe ich erst so gelauscht, was sind so alles für Geräusche hier und so. War sehr, sehr leise und ich war halt überrascht, wie schnell ich im Bett war, weil normalerweise hätte man ja dann noch E-Mails gecheckt und noch mit Leuten telefoniert und so, aber so war man halt dann ratzfatz im Bett und hatte eigentlich noch relativ viel Schlaf gekriegt, aber ist nicht so ganz meine Zeit. In der Küche treffe ich Schwester Clara. Beim Vorbereiten des Frühstücks erzählt sie mir, was für sie das Besondere an der Arbeit hier in Stühlingen ist. Sich auch immer wieder neu auf die Gäste auch drauf einzulassen, mit den Nöten, mit denen die auch kommen. Dafür auch offen zu sein. Die Menschen sind oft sehr, sehr in Eile, sehr gehetzt und suchen auch bewusst bei uns Zeiten der Stille und der Auszeit, um sich auch neu zu orientieren. Schwester Clara ist 28 Jahre alt. Ursprünglich kommt sie aus Heidelberg. Vor ihrer Klosterzeit hat sie als Buchbinderin und Familienpflegerin gearbeitet. Die Arbeit hat ihr Spaß gemacht, doch der Ruf Gottes war stärker. Noch vor dem Frühstück muss ich zum Morgengebet. Thank you.
fühle mich unwohl hier und kann mich nicht wirklich auf das erste Gebet einlassen. Mit den Gebeten möchten sich die Brüder und Schwestern auf Gott ausrichten und Kraft für den Alltag sammeln. Nach dem Frühstück geht's zum Wandern. Jetzt lerne ich endlich die anderen Gäste kennen und komme mit ihnen ins Gespräch. Unser Wanderführer Hans-Peter zeigt uns die Umgebung. Also wir laufen jetzt hoch zum Schloss Hohenlupfen. Ja, und hier verfallen jetzt halt natürlich schon die Mauern so ein bisschen. Vor ein paar Jahren gab es auch mal so Mittelalter-Tage hier, so über ein Wochenende, wo viel los war. Und da konnte man auch einen Teil der Räumlichkeiten besichtigen. Und wenn früher die Fürsten gekommen sind, dann wurde auch die Fahne. Diese Woche lebe ich mit 9 anderen Gästen hier in Stühlingen. Schauspieler, Rentner, Manager, alles ist dabei. Schnell erzählen wir uns offen aus unserem Leben. So auch Markus, ein Projektmanager aus Lörrach. So ein Jein. Eigentlich hat mich meine Frau dazu gedrängt. Und nachdem ich mich dann angemeldet habe, habe ich einfach auch bewusst die Woche mir dann freigeschaufelt. Ich habe es eigentlich auch allen Kollegen gesagt. Witzigerweise fanden es die meisten ganz toll. Also es gab auch 2, die gesagt haben, oh, das mache ich auch mal. Einfach mal eine Woche eben auch ohne Familie, ohne Handy. Das hatten wir vorher schon, ja, eben. Und einfach nicht erreichbar für niemanden zu sein. Und jetzt mal schauen, ob ich es mit mir eine Woche aushalte. Also ernsthaft, das ist so immer noch gar nicht so. Du hast ja auch alles abgegeben, ne? Ich habe das Handy abgegeben und das Laptop. Also damit habe ich jetzt nichts mehr. Außer dem Autoschlüssel. Gut. Also. Einfach gemütlich durch den Wald spazieren, die Landschaft genießen, an nichts denken. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr erlebt. Und mein Handy vermisse ich jetzt schon auch nicht mehr so sehr. Brüder und Schwestern. Am nächsten Tag feiern wir einen Gottesdienst in der Klosterkirche. Ich werde mich an der Lesung beteiligen. Sagst ein Wort des lebendigen Gottes. Oder dies sind die Worte indem der er Lesung. Sich zu diesem Namen bekennt und dann ein Wort des lebendigen Gottes. Es ist einfach eine gemeinschaftliche Aktivität. Jetzt bin ich im Kloster, jetzt mache ich einfach alles mit. Aber deswegen fand ich es jetzt auch gut, dass wir den Text durchgegangen sind, weil mir die Sprache oft, also ich möchte eigentlich dahinter stehen, was ich spreche. Deswegen bete ich auch noch nicht bewusst den Text mit in den Gebetssitzungen, sage ich jetzt mal, weil ich eigentlich auch wirklich verstehen möchte und dahinter stehen möchte, was ich spreche. Aber jetzt habe ich ja gerade einen Text, der ja sehr allgemein gültig ist. Also hoffe ich, dass ich das hinkriegen werde. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Wort des lebendigen Gottes. Trotz Vorbereitung war es irgendwie komisch, da vorne zu stehen. Das ist einfach nicht meine Sprache. Nach dem Mittagessen füttere ich mit Schwester Clara die Tiere. Hier im Kloster leben zurzeit Enten, Hasen und Vögel. Früher gab es hier auch einen Schweinestall, den hat Schwester Clara aber nicht mehr miterlebt. Das muss auch eine tolle Zeit gewesen sein mit den Schweinen bei uns hier. So, von ganz kleine Schweinle dann und dann, bis die dann groß geworden sind. Dann würde ich sagen, lassen wir mal die Enten raus. Ja, hey, hey, ja. Hallo. Ihr seid schon wieder gewachsen, hey.
Ja. Hey. Hallo. So, jetzt erstmal eine Runde drehen und dann geht's zum Baden. Ob Schwester Clara ihre Entscheidung für ein Leben im Kloster bereut? Ich habe mich ja bewusst entschieden für ein Leben im Orden. Also ich habe mich nicht gegen eine Familie entschieden, sondern für ein Leben im Orden. Und das ist dann schon in Ordnung. Also freue ich mich ja auch dran, dass die hier so wachsen und dass es denen gut geht. Trotzdem, war das nicht eine schwere Entscheidung, für das Kloster auf eigene Kinder und Familie zu verzichten? Ist eine bewusste Entscheidung. Also schwer kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe sie ja in Freiheit getroffen, diese Entscheidung. Also das hier ist der Salat. Der wird heute verpflanzt. Am Nachmittag habe ich Gartendienst und helfe Bruder Laurentius. Erst muss man den Boden zubereiten. Aha. Und dazu tun wir jetzt praktisch das ganze welke Zeug und diese Dorsen. Die kommt alles weg. Das und das kleine Unkraut. Alles in der Kübel rein. Ja. Hast du schon mal gepflanzt? Nein. Nicht? Vielleicht in meiner Kindheit, aber ist jetzt. Ist schon eine Weile her. Ja. So 5 Jahre oder so, ne? Schön wär's, ja. Ich durfte immer nur Unkraut jäten. Aha. Ah ja, das ist ja eine sehr beglückende Arbeit, hast du ja gerade gemerkt. Ich war ein bisschen komisch, ich habe das sogar freiwillig gemacht. Also wie? Ich habe das sogar freiwillig gemacht. Echt? Ja. Aus kann irgendeinem schlechten Gewissen oder wie kommst du da dazu? Ich weiß es nicht. Ich war früher echt komisch drauf. Ich statt die Sommerferien ins Freibad zu gehen, bin ich in den Garten und habe meinen Eltern beim Arbeiten geholfen. Ah, ja. War etwas komisch. Irgendwie ist dann was abgegangen bei dir oder wie? Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, dass ich so war. Naja, ich habe es dann in den 20ern nachgeholt. Aha. Ja, meistens spielt sie ja doch irgendwas ab dann, ne, in einem. Ja. Auch wenn man nicht immer gleich die Klarheit hat. Ja, ja. Ich glaube, mehr ist nicht. Hier nicht. Ja. Laurentius, ihr teilt ja das Klosterleben sehr stark mit den Gästen. Ja. Warum macht ihr denn das so intensiv? Ja, weil es unser Programm ist, Mitleben. Wir laden ja ein zum Mitleben. Im Kloster, mit Leben im Alltag, mit Erleben vom Gebet, vom Essen, vom Gespräch. Und die Erfahrung zeigt, dass man beim Zusammenarbeiten sehr schnell ins Gespräch kommt. So wie gerade eben auch, ne? Also vollkommen unkompliziert, reißt man so ein paar kleine Unkräuter raus und dann kommen die Leute schon ins Gespräch. Wenn sie mögen, also das sind ja auch Dinge, wo sich dann am besten von selbst ergeben. Aber man muss eigentlich nicht gläubig sein, um bei euch ins Nein. Kloster gehen zu können. Das Einzige, was wir erwarten, ist schon eine gewisse Offenheit für den christlichen Glauben. Also wenn wir unser Leben rechtfertigen müssen, dann wird es ein bisschen problematisch. Aber wir freuen uns, wenn Gäste neugierig sind, warum wir so leben, warum wir das so machen. Das ist immer, finde ich, etwas sehr Schönes. Also Anteil geben an dem, was uns bewegt und woraus wir schöpfen, das ist für uns der Glaube, die Berufung. Und das macht Freude, das weitergeben zu können. Langsam geht der Tag zu Ende. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Das Nachtgebet ist heute im Freien. Schweigend gehen wir durch den Klostergarten und versuchen, die Natur bewusst und achtsam wahrzunehmen. Nach 15 Minuten Schweigen das Abschlussgebet. Sei gegrüßt, Herrin, heilige Königin, Gottesmutter Maria. Du bist Jungfrau zur Kirche gemacht und erwählt vom heiligsten Vater im Himmel, die er geweiht hat mit seinem heiligsten geliebten Sohn und dem Heiligen Geiste, dem Tröster, in der war und ist alle Fülle der Gnade und jegliches Gute. Mit der Bibelsprache kann ich nichts anfangen, aber die Ruhe tut mir gut. Sei gegrüßt, du sein Gezelt. Mit Rebecca bleibe ich noch ein wenig im Klostergarten. Die Sozialpädagogin erzählt mir, warum sie hier in Stühlingen ist. Vor allen Dingen so dieses zur Ruhe kommen, runterzufahren und mich auf so wesentliche Dinge zu besinnen, die eigentlich wichtig sind. Also nicht der Job und nicht erfolgreich zu sein, das ist alles, macht Spaß und das ist schon auch gut. Und auch Geld zu verdienen ist gut. Aber wirklich wichtig ist es eigentlich gar nicht. Sondern wichtig ist es irgendwie, so die wesentlichen Dinge, die Schönheit der Natur, mit netten Menschen zusammen zu sein, Kontakt zu haben zu anderen Menschen. Nicht nur auf so einer oberflächlichen Ebene, und auch zu sich selber Kontakt zu haben. Und das habe ich in der ersten Woche hier einfach so erlebt. Und dann habe ich gedacht, ich komme mal wieder her. Und freue mich jetzt so, dass es heute auch gleich wieder gelungen ist. So. Ja, also für mich, ich habe auch voll viel rausziehen können. Ich bin ja nicht so, also ich bin schon irgendwie spirituell interessiert, aber ich bin nicht gläubig. Aber wenn man, ich meine, so ein schöner Weg, so viel Natur, Kerzen, Blumen, also es war ja sehr romantisch. Ich meine, wenn man das nicht schön findet, oder ich war davor total müde und jetzt bin ich eigentlich echt wieder wach. Und die Sätze, die da auf den Zetteln standen, waren auch, die kann man ja auch allgemeingültig verstehen. Ja. Also, wo stehst du gerade? Wie soll es weitergehen? Für was bist du dankbar? Das funktioniert einfach immer. Deswegen, das war einfach wunderschön. Ja. Und sich so diese Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, ne? Wofür kann ich dankbar sein? Oder was hat mir der Tag gebracht? Zu Hause nehme ich mir die Zeit oft nicht. Mhm. Und hier kommt es so automatisch. Mhm. So. Mein letzter Morgen im Kloster. Sigi und Alex pflücken Kamillenblüten für den hauseigenen Tee. Im Kloster verstreicht die Zeit viel langsamer als in meinem alltäglichen Leben. Ich arbeite heute in der Wäscherei. Schürzen bügeln. Vermisst du denn eigentlich schon dein Handy? Also E-Mails und Facebook, das geht eigentlich noch irgendwie. Aber was ich vermisse, ist so meine Musik. Also ich höre jetzt privat keine klassische Musik, sondern habe natürlich meine Musik auf dem Smartphone drauf. Und da merke ich einfach, wie ich das einfach gewohnt bin. Mal 5 Minuten Zeit, also Stöpsel rein und dann hört seine Musik. Und dann das so ein bisschen abschalten. Und das vermisse ich wirklich schon sehr. Also ich warte da jetzt wirklich schon sehr drauf, bis ich wieder meine Lieder hören kann.
auch wenn die Arbeit nicht fertig ist, um Punkt 12 Uhr geht's zum Mittagsgebet. Die Auszeiten sind hier wichtiger als die Tagespflichten. Was heißt das jetzt für dich? Wie fühlst du dich, wenn du hier viermal am Tag betest? Also, das Schöne ist, dass man immer wieder viermal am Tag so eine Zäsur hat. Aber ich fühle mich eigentlich unwohl, weil ich merke einfach, ich komme mit diesen Texten nicht zurecht und ich komme auch mit dem Gesang nicht zurecht. Also ich möchte eigentlich das, was ich spreche, da möchte ich auch dahinter stehen. Und deswegen bin ich auch dazu übergegangen, einfach zuzuhören und das versucht, das so meditativ zu sehen. Kannst du aber trotzdem was mitnehmen? Ja, dieses eben viermal am Tag zur Ruhe kommen, das ist das, was ich mitnehme. Und das tut gut. Mein letzter Abend im Kloster. Die Brüder und Schwestern haben ein Grillfest vorbereitet. Der Sonnenschirm muss kurzfristig als Regenschutz umfunktioniert werden. Gar nicht so einfach. Auch wenn mal was kaputt geht, im Kloster kommt so schnell keiner aus der Ruhe. Ah, da oben schon ab. Unten, oder? Ja, diese ganzen Lappen da können da drauf. Also das sind ja alle nach unten. Wir wollen ja schließlich was essen. Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen heißt es langsam Abschied nehmen. Also ich habe ja jetzt kriege ich ja wieder was los, ne? Ja, ich warte schon sehnsüchtig. Echt? Hast du mal drüber nachgedacht, wie das wäre, Schwester zu werden? Das hat Schwester Julia gestern gefragt. Ich glaube, ich will doch eine weltliche Familie. Und ich möchte in meinem Beruf natürlich noch ein bisschen vorankommen. Das ist okay. Ja. Deswegen leider keine Klostergemeinschaft. Jetzt. Kann man ja auch auf Zeit machen. Vielleicht überlege ich es mir ja nochmal, aber ich glaube nicht. E-Mail, SMS, Facebook. So viel habe ich in den letzten Tagen eigentlich gar nicht verpasst. Ob das daran liegt, dass ich allen Bescheid gegeben habe? In Zukunft werde ich das auf alle Fälle beibehalten. Einfach mal bewusst das Handy weglegen und nicht erreichbar sein. Die Menschen im Kloster leben nicht in einer fremden Welt. Sie leben ganz im Hier und Jetzt und nehmen sich immer wieder eine Auszeit. Das möchte ich mir für den Alltag bewahren.